Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, warum sehen wir dieses Werk und warum sehen wir es hier unten so dolle blinken? Und zwar ist jetzt, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe dieses Werk, was wir hier haben als Black Chip quasi, wo auch schon welche abtransportiert wurden, mittlerweile in der Zeit. Das läuft an sich, das funktioniert auch, das arbeitet auch. Aber mich hat natürlich der Ehrgeiz gepackt mit diesem Bahnhof hier. Und deswegen habe ich hier den Bahnhof nochmal, ja, quasi erweitert um einen Balancer, um einen 8 auf 8 Balancer, der dann hoffentlich die Ausnahme von hier bzw. die Kistenentleerung wieder gleichmäßig gestaltet. Das heißt, dass wenn mir hier was ankommt, dass das gleichmäßig hier reinkommt und dass das dann hier drinnen verteilt wird und in der Sortieranlage quasi dann in den nötigen Kisten endet. Das hat natürlich dazu Folge gehabt, dass hier so ein bisschen mehr Förderband entstanden ist, weil das hier in der Mitte ein bisschen breiter geworden ist. Und ansonsten habe ich noch ein wenig oder etwas kompaktierter, wenn man das so sehen will, ne? Also das ist jetzt ein bisschen weiter nach vorne gerutscht, nach hier, das ist auch ein bisschen weiter in Richtung links gerutscht, muss man sagen. Das hier oben hat sich aufgelöst und steht hier am Rand. Gucken wir uns gleich noch im Detail an. Und dieses Werk steht hier. Das ist ein bisschen nach unten gerutscht, damit diese gerade Kante hier unten entsteht. Beziehungsweise, dass das dann halt hier alles nicht einfach nur gerade durchläuft und dann auch da ankommt, wo es ankommen soll. Das heißt also, hier ist, da oben fehlt noch ein Stück Förderband, sehe ich gerade. Da fehlt noch ein Stück Förderband. Oder ich habe es irgendwo in Gesetz und STRG Z gedrückt und dann war es wieder weg. Das kann durchaus möglich sein. Das hat hier jetzt auch noch zu leichten Verwerfungen geführt in der Zuführung von Material und in der Abführung von Material. Und ja, hier ist halt quasi die... jetzt hat jeder hier seinen privaten Teich. Hätte ich auch nicht machen müssen. Also jeder zweite hätte ja auch ausgereicht. Als Teich. Interessant, das sieht doch ganz schick aus. Und... ja, hier ist der Abtransport von den Materialien, beziehungsweise dann halt die Verbrennungsanlage und alles so hingekommen. Und das steht jetzt quasi dann nicht mehr hier davor, sondern hier unten drunter. Ich hätte es auch davor bauen können, also platztechnisch hätte es da hingepasst. Aber so habe ich hier den Ausgang in die Richtung gemacht, dass ich dann hier das einbringe aus diesem Kessel. Also ich bin hier, wird es dann halt rausgesaugt. Da rein mit in den Kessel und dann ab hier in diese Kessel und dann hier aufgeteilt auf alles, was dort ist und dann natürlich auch in die Produktion gedrückt, damit die Boards hier entstehen können. So, das erstmal zu dem. So, der Bahnhof, der ist theoretisch schon einschaltbar, der kann auch schon die Materialien kriegen, damit man schon mal sehen, dass die Flüssigkeit in die richtige Richtung läuft. Und dieser Bahnhof, den muss ich noch setzen und dann kann ich hier so einzelne Materialien schon mal herholen, weil dieser Bereich ist, naja, nicht zu 100% fertig, aber doch an einigen Stellen schon fertig. Dass das jetzt hier alles so ein bisschen länger dauert, liegt einfach mal an der Tatsache, dass, und da können wir jetzt mal einmal hier Steuerung Copy drüber gehen und das ganze Ding mal uns im Dings im Detail angucken, wie viel Einzelteile das eigentlich sind. Und da sehen wir, dass das 20.000 Förderbandteile sind, 4.500 unterirdische Förderbänder und die müssen halt natürlich noch produziert werden. Also so viel haben wir davon leider nicht auf Lager und deswegen, also 20.000 Förderbänder müssen hier gelegt werden und das ist halt das, was jetzt auffällt, denn die Vorräte, Moment, die Vorräte hier oben sind jetzt knapp, man sieht, hier ist immer so eine Kette am Fliegen und die Produktion hier arbeitet auch fleißig, so ist es nicht, aber sie kommt halt nicht hinterher, da sind so 60 drinne und hier sind 42 drinne und auf der Seite produziere ich die, glaube ich, noch nicht. Ich sollte hier vielleicht eventuell auch diese Produktion noch mit in Betrieb nehmen, dass ich hier auch die lila Förderbänder kriege, müsste dann hier nochmal zwei Waren antransportieren und ein paar Zahnräder herstellen und sowas, das da anliefern. Aber ich glaube, das ist eigentlich noch ganz sinnvoll. Also wir müssen, sag ich mal, bei der Förderbandproduktion und ähnliches müssen wir noch ein bisschen, ein bisschen besser werden, noch ein bisschen mehr Effektivität rausholen. Aber wie gesagt, der Bereich hier um in diesem Chipwerk, der wird sowieso demnächst auch aufgelöst, also das fliegt hier alles weg. Das bauen wir alles nochmal neu auf und anders auf und auch woanders auf. Nämlich das bauen wir hier unten in diesen Bereichen alles auf. Mein Silicon Valley wird jetzt quasi hier unten stattfinden, dass wir die roten Chips in einem extra Werk machen und dass wir dann noch die grünen Chips hier in jede Menge Werken herstellen.
Und dann, ja, denke ich mal, wird sich denn hier alles leer saugen wieder. Und dann werden die Dinger hier wieder mit Vollgas arbeiten müssen, damit da überhaupt genügend Materialien da sind. Obwohl momentan geht es ja hier 150.000 liegen drin. In den Kisten. Hier, die sind auch gut gefüllt. Sehr schön. Wie sieht es hier aus? Ja, hier ist ordentlich am Arbeiten. Ordentlich auch nicht, weil der arbeitet nicht hier, der Bereich. Weil hier so viel mineralisiertes Wasser drin ist. Also da müssen wir unbedingt einen Druck, wenn dann Abdruck mehr, oder dann habe ich hier nicht, das habe ich hier nicht eingebaut, oder? Ach, guck mal, habe ich das hier nicht eingebaut? Habe ich das nicht in alle eingebaut? Hier habe ich es eingebaut. Wie passiert uns das nicht mehr, ne? Okay, da habe ich es vergessen. Hier steht es auch drin. Tatsache, in dem Quadrant ist das nicht drin hier. Hier steht es drin. Hier steht es drin. Muss ja bloß viermal drin stehen, immer überall, ne? Ja. Gut, dann werden wir das jetzt erstmal lösen, weil damit das denn hier gebaut werden kann. Und das da oben anständig produziert werden kann. Damit dann das einigermaßen läuft. Und die Zeit hier sozusagen genutzt wird, dass hier unten diese ganzen Sachen fertig gebaut werden. In der Hoffnung, dass das dann früher oder später mal ganz fertig ist. Genau, und unser Tungstenwerk, das können wir, also theoretisch könnte ich jetzt erstmal das Tungstenwerk noch nebenbei mit aufbauen, bevor ich dann anfange, die ganzen Chipwerke zu machen, damit wir da weiterkommen, damit ich dann die Forschungsflaschen gelb in Massen produzieren kann. Achso, jetzt hier, da ist auch noch eine Änderung, hat auch noch eine Änderung stattgefunden. Ich bin ja hier immer auf diesem Förderband, was ja, naja, sagen wir mal, eher semi ist. Das habe ich hier geändert und bin hier immer auf quasi in die Mitte reingegangen bei den Teilern, wo ich weniger abtransportiere. Hier ist er auf dieser Seite gelandet, weil ich in meiner völligen geistigen Umnachtung den einmal noch da versetzt habe und dann dachte ich, ich versetze den, habe aber den nochmal um eins noch da versetzt und ja, deswegen steht er da und dann habe ich dann mal geguckt, ich denke, hey, warum ist denn der immer noch auf dem? Naja, geistige Umnachtung beim Umbau. Der Umbau, der war, ja, das war auch so eine Nebenbei-Aktion, also sag ich mal, ich habe dann nebenbei Serie geguckt. Und deswegen sind vielleicht eventuell auch so ein paar Kopien ein bisschen anders entstanden. Es hat eine ganze Weile gedauert. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Stunde, also dass ich, ob ich, eine Stunde war es nicht, aber so eine Dreiviertelstunde oder sowas hatte das gedauert, dass ich das hier neu geordnet hatte und alles dann da hatte. Das hier in der Mitte einbauen, das war einfach nur Platz schaffen, ne? Ja. So, aber wir fahren jetzt erstmal hoch. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz, weil das ist wichtig, dass die Rohstoffe immer gut laufen und gut funktionieren. Das ist wichtiger als alles andere. Da müssen wir hier nochmal ganz kurz dieses Werk anpassen. Das soll ja jetzt kein großes Problem werden. So, der Bahnhof hier oder das Depot hier hat immer fleißig zu tun. Das Problem ist jetzt wirklich, dass die Züge einfach nicht rauskommen auf ihre Tour. Wie man sieht, also hier wirklich, dass sie denn da schon stehen, haben einen Auftrag und kommen von hier nicht weg. Also da ist dieses Drehkreuz einfach, ich würde sagen, zu schlecht angebunden ans Gesamtsystem, beziehungsweise vielleicht müssten wir uns wirklich Gedanken machen darüber, dass wir ein weiteres Depot mal nochmal hier hinsetzen oder hier unten. Also ich hatte eigentlich, wir müssen es eigentlich alle vier, also dass wir hier außen einsetzen. Und dann ist die große Frage, ob ich das hinkriege, dass die Depots miteinander verbunden sind oder ob das Einzeldepots sind und ich die einfach bloß in das Netzwerk gebe und dann weiß ich aber nicht, na gut, naja, da kann man über die Züge, die man zuweist, dem Depot, kann man das ja dann ein bisschen regeln, dass dann hier ein paar weniger Züge sind und von hier ein paar Züge, aber die im gleichen Netzwerk unterwegs sind und dann hier die Sachen durch die Gegend bringen. Also da muss ich nochmal gucken. Da müssen wir auch nochmal Platz schaffen. Da muss ich vielleicht nochmal so eine Platzschaffaktion machen. Damit das dann sauber funktioniert auch. So, jetzt müssen wir hier aber ganz kurz einmal in das System eingreifen, indem wir jetzt hier den Kameraden hier hinbauen. Mit dem Kameraden ein bisschen mehr Strom da haben. Dann brauche ich ein Überschnappventil. Apollo 13, bist du geschnappt über? Hab ich gerade keine. Moment. Entschuldigung, dass mir das gerade durch den Kopf gegangen ist. Das war jetzt vielleicht etwas unpassend, aber.
Ist mir gerade komplett einfach quer durch den Kopf geschossen. Das ist, manchmal ist nicht einfach mit mir. Ich gebe es ja zu. So. Und dann setzen wir das hier hin. Und dann machen wir hier, ne? So. Und dann machen wir so und so. Und dann müsste jetzt eigentlich der Druck aus dieser Leitung rausgehen. Und dann müssten die ja eigentlich wieder voll selbstständig anfangen zu produzieren. Interessant ist, dass wirklich alle anderen Stränge produzieren, nur dieser nicht, ne? Bei dem brauchen wir das, dass wir da den den Überdruck rauskriegen. Auch eher merkwürdig. Aber egal. Sei es wie es sei, wir bauen es jetzt erstmal überall dazwischen. Sicher ist sicher. So, habe ich den... Ja. Und dann einmal... Strom mit dran dort. Wie geht das da? Und dann können wir diese ganzen Sachen, können wir dann noch umbauen auf das andere Funksystem. Dass wir da dann... Also die müssen ja miteinander... Ja, die sind untereinander verbunden, ne? Ja. Gut. So. Wisst ihr, aus welchem Film das an dich stammte? Was ich da gesagt habe? Ich denke mal, die meisten werden es wissen. Aber, ja. Hab ich natürlich gesehen, Buddy's Masterpiece. Dachte mir so, naja. Gut, man möchte ihn halt verkaufen, den Film. Aber es war schon. Ich weiß gar nicht, wann kam der raus? Das muss auch Anfang der 2000er gewesen sein, oder? Wilde Zeiten früher. So, dann müssen wir das nur noch einmal hier machen. Und dann sind wir da durch. So. So. Da dran und da dran. So, damit ist das hier jetzt alles erstmal dann auch erledigt. Und dann kann das weiße Zeug hier massiv produziert werden. Und es müsste eigentlich in so einem Schwefelsäurewerk jetzt auch wieder ganz gut gehen hier, oder? Müsste ordentlich Betrieb sein, ja, ist auch. Aber Sulfuric Acid haben wir hier erstmal noch im Lager. Da fehlen so ein paar tausend Liter, das geht. Hier fehlen so 10.000 Liter, das ist auch okay. Also da geht die Produktion ganz gut voran. Oxygen haben wir hier nicht, aber der sollte ja dann aus diesen Produktionszweigen hier kommen. Da haben wir ja eigentlich genügend im Lager vorrätig, welches dann hier über diese Leitung dort verteilt wird. Ne? Ob da hier genügend ankommt, das sieht erstmal ganz gut aus. Der Leitung ist 80% drin. Das sieht ganz gut aus. Jetzt könnte man natürlich dadurch, dass man die ganzen Gebäude jetzt hier upgradet, natürlich nochmal ein bisschen die Produktion pimpen, dass da ein bisschen mehr pro Zeiteinheit kommt. Aber momentan ist das alles noch im Rahmen des Erträglichen. Aber es ist auch nicht Verkehr hier, muss man schon sagen. Gut. Also, das weiße Zeug wird massiv produziert. Jetzt müssen wir mal weiter gucken, ob hier noch irgendein Strang irgendwie am Streiken ist. Aber es sieht eigentlich alles ganz gut aus. Hier ist alles blau. Da, die blauen, die produzieren noch hier von außen. Okay. Beim gelben ist auch alles gut. Jetzt haben wir hier oben dunkelblau und da oben hatten wir hellblau. Das sieht auch gut aus. Und den haben wir gerade gemacht. Naja, das ist die Kupferproduktion halt, ne? Die jetzt hier mal übel rauszieht. Ich glaube, hellblau und weiß brauche ich für das ganze Kupfer, was ich hier massiv verarbeite, glaube ich, mittlerweile. Nein. Da ist es so. So. Und hier dran. Und eingestiegen. So, dann kann ich das erstmal ausmachen. Dann fahren wir gerne mal zur Main Base. Ja, können wir machen. Wollen wir dahin? Bin mir noch nicht sicher. Da wollen wir lieber. Wir gucken noch mal hier hin. Und dann werde ich da den Bahnhof hoffentlich, also ich sag mal so, ich könnte die paar Dinger setzen, ja, die in dem Bahnhofzeug fehlen, damit ich den Bahnhof langsam in Betrieb nehmen kann, damit die Rohstoffe schon mal ankommen und mir dann, wenn es dann zur Produktionsgeschichte kommt, dass dann da ordentlich was los ist.
Oder? Nee, ah nee, doch. Warte. Wir fahren da hoch, wir holen nochmal ein paar Züge und dann bauen wir das Depot um. Das ist, glaube ich, jetzt momentan die bessere Masche, weil der Bahnhof, wenn der, ob der jetzt da unten in Gange ist oder in China in Sagreisum, der hilft uns jetzt erstmal nicht so weiter, ist nicht mehr nicht so kriegsentscheidend. Aber noch ein paar mehr Züge auf den Gleisen haben, ist schon vielleicht ein bisschen entscheidender. Und das wird die andere Seite des Depots noch mit nutzen und ein paar Ausgänge schaffen, damit gleichzeitig mehr Züge sozusagen auch aus dem Depot rauskommen. Das sollte ja auch eher von Vorteil sein, wenn wir das so machen jetzt. So. Dann haben wir jetzt Folgendes. Die Züge können ja da oben abgehen. Ich weiß gar nicht, liefert er denn hier in die Kisten rein, wenn ich ihm unten Züge runternehme und hier oben drauf setze, dass die denn hier durchmodernisiert werden? Das weiß ich nicht. So, wir haben hier mal 5 Stück. Die 20 nehmen wir mit. Damit haben wir sozusagen 4 Züge in der Tasche. Und dann fahren wir kurz runter zum Depot. Und dann werden wir am Depot erstmal ein bisschen was umwickeln. Und dann werden wir dort die Züge draufstellen. So, dann fahren wir jetzt... Fahr ich hier rein. Das langt ja. So, volles Frachtinventar. Leeres. Und so. Damit er uns in keinem Fall wegfährt, ne? Also selbst wenn ich dann mal unbeabsichtigt eine Kohle vollschmeiße oder sonst irgendwas dergleichen. Was ich ja auch schon mal geschafft habe, dass er dann einfach losgefahren ist. Wie blöde. Kann ja mal passieren. Manchmal ist man halt eben einfach wie doof. Kannst du nichts anderes zu sagen. So. So. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch hier erstmal Steuerung X den unteren Bereich hier rausnehmen. Ich weiß nicht, ob meine Bauroboter dazu gerade in der Lage sind oder ob ich denn hier viel machen muss. Das werden wir ja dann sehen. Aber wenn, ich glaube, es sind gar nicht alle Bauroboter gerade in Betrieb. Das würde ich jetzt zuerst mal rausnehmen. Ich glaube auch, dass... Ja, hier geht ein Schwarm los von Baurobotern, die gerade nichts tun können, weil nicht genügend Material da ist. So, dann machen wir Folgendes. Dann nehmen wir Steuerung Copy und gehen jetzt... bis dahin vor. Ja, da kriege ich die mit. Da muss ich ja auch, glaube ich, oder? Warte mal. Nein, das ist ja nicht scheißegal. Die stehen da ja eh. Dann kann ich die auch mitnehmen. Stimmt eigentlich. Und hier ausnehmen. So. Das da draufsetzen. Ne? Das muss da hingebaut werden. Und dann muss das hier unten bloß so angeschlossen werden, dass das nach oben führt. Das ist kein Problem. Und das kriegen wir hin. So. Vielleicht noch mit einem Signal absichern. Obwohl, die Signale sollten wir hier machen. Das ist da gar kein Signal. Interessant. Interesting. So. Gut. Bauroboter tun hier ein bisschen was. Ein paar Schienen hätten noch liegen bleiben können, sehe ich gerade, aber jetzt schaffen die schon. So, dann werden wir jetzt so oben am Bahnhof den Bereich hier erstmal schnell von der Hand. So, von Hand mit anschließen. So. Die Signale, die da sind, die können natürlich auch noch weg. Das braucht da keiner mehr, das Signal. Und eigentlich kann ich dann auch... so diesen Gleiskram bis dahin... jedes Gleis hier übernehmen, ne?
Müsste noch da dran passen, so ein bisschen. So. Muss da nun den links ran. Parteien. So. Ich habe keine anderen Partei, deswegen nehme ich die. So. Okay, dann nehme ich jetzt die Züge hier hoch. Okay, geht nicht. Weil zu viel Zeug im Inventar. Ah ja, Kohle. Weil Zug ist ja voll. So. Nehmen wir erstmal das hoch. Okay. So. Ach ja, wie mache ich das jetzt hier? Der wird sich ja dann immer beschweren, dass ich mir gar nicht so viel Kohle in mein Inventar legen kann. Und der wird ja gleich wieder nach Poly legen, ne? Ich jetzt erstmal ein bisschen unprofessionell. Aber geht anscheinend. So. Ich glaube auch, dass ich die Zweierzüge rausnehmen kann. Ich glaube, ich habe keinen Bauernhof, sag ich schon, keinen Bahnhof mehr, der mit Zweierzügen unterwegs ist. So. Und dann nehme den einfach hier Netzwerk, kollidiert Netzwerk-ID. Von mir aus 1. An. Wo kriegt denn der seinen Namen? Der seinen Namen hat er hier, ne? Depot. Hier, Waggons. Der andere heißt auch so, ne? Depot, hier, Waggons. Da gibt es jetzt hier von. Den Namen kriegt er auch. Jetzt haben wir schon das Problem, dass die Züge wahrscheinlich hier theoretisch diese Bahnhöfe schon anfahren wollen würden. Wieso heißt der nicht gleich? Okay. Dass sie die schon anfahren wollen würden, können sie aber noch nicht, weil von unten die Gleise noch nicht liegen. Aber das wird sich ja demnächst ändern. Wir nehmen aber jetzt die Depotschaltung da erstmal weg. Also wir nehmen das da mal weg. Und dann. Was ist denn hier? Wo rennt der Unfug? Achso, der Unfug ist dafür da. Gar nicht mehr so viel Unfug. Ist gar nicht mal so viel Unfug. Gut, das funktioniert hier weiterhin so. Ja, okay. Da erstmal nochmal die Stücke hier dazwischen bauen. Zumindest ist da das eine Stück. So, okay. Jetzt muss ich quasi den Puppets mit diesem Bahnhof verbinden, ohne dass ich da mich irgendwo kreuze mit dem anderen. Mit dem für die Fluids hier. Ich muss von hier. Brauche ich hier noch einen Mast dazwischen? Dann kann ich hier, glaube ich, hier rüber springen. Bin mir nicht sicher. Hier haben wir dann eine größere Reichweite, ne? Damit würde es dann gehen. So, dann müssen wir da noch drüber springen. So, jetzt brauche ich eine grüne Leitung von hier nach da, nach dort. Mal ganz kurz. Dort, nach dort, dort. Dahin, dahin, dahin. So,
Müssten die alle in dem Depot mit drin sein? Das heißt, theoretisch, wenn jetzt die Züge hier momentan, es könnte sein, dass er jetzt noch weiß, dass es nicht erreichbar ist. Aber dass er vielleicht auch ein paar Dinge tut. Ich bin mir nicht ganz sicher. Momentan könnten wir uns das hier ein bisschen verstopfen, die ganze Sache. Aber natürlich nicht, aber die Möglichkeit besteht durchaus. So, das kann weg hier. So, dann gehen wir erstmal hier mit dem Gleis. In der Mitte ist gerade hoch durch. Damit, falls er uns hier irgendwas hinschickt, wir zumindest ein Gleis haben, was sie auch bis an diese Bahnhöfe ranlässt. So. Gut. Und dann brauchen wir hier oben dann nur noch einen Ausgang mehr. Ich denke mal, wir werden hier noch eine Kurve schaffen. Hier, nee, da können wir keine Kurve schaffen. Nach da unten rein dürfen wir ja nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir das denn hinkriegen. Also die können jetzt momentan alle bloß hier rausfahren. In die Richtung. Müssen wir mal gucken, dass wir hier nochmal einen Einbogen mehr reinkriegen, dass auch zwei Züge hier sozusagen theoretisch rausfahren können oder so. Und das hier ein bisschen mehr Bewegung noch stattfinden kann. So. Das müssen wir dann halt hier noch zulassen. Alles klar. Und jetzt können wir natürlich unsere fünf Anhänger erstmal hier aufbauen. Die wir haben. Das können wir wegschicken. War ja sogar noch eine rote Bahn dabei. Ich hoffe, dass die einfach da oben ankommt. Wieso habe ich 9 von den Lokomotiven? Habe ich ja mehr, als ich erwartet habe. Okay. Na gut. Aber 9, dann müssen wir noch ein paar Hänger bringen lassen. Das müsste ja gehen, ne? Die müsste ja im Netzwerk sein. Ist alles MK3. Okay, so, dann brauche ich jetzt noch. Na, fahren sie schon durch die Züge, das ist schon ganz gut. Hat er den jetzt angehangen oder nicht? Ist nicht so aus, als wenn ich ihn anhängen würde, oder? Bin mir noch nicht sicher. Werden wir gleich sehen, wenn wir so losfahren. Die jetzt zusammenhängt. Doch, die hängt zusammen. Aber gut, okay. So. Ah ja, jetzt müsste ich ein bisschen Brennstoff haben. Dazu muss ich da oben erstmal kurz hin. Hier muss ich noch ein paar Masten setzen, damit das schön wird. Wie das alte Buch zernuckelt hier. So. Gut. Gib mir mal Brennstoff hier. Jetzt noch mal Brennstoff. So, der steht hier schon und wartet. Sehr gut. Und ich lasse mir mal die Waggons hole ich von Hand. Sicher, sicher. Aber ja, da gehe ich hier nochmal her. So. Du kriegst von mir 1 Brennstoff. Und Fahrplan hinzufügen. Die 4 Waggons automatisch. Du kriegst von mir 1 Brennstoff und Fahrplan Depot 4 Waggons Abfahrt. So, du kriegst von mir 1 Brennstoff. Fahrplan Depot hier war Gongs. Da komme ich nicht mehr ganz ran. Moment. Depot hier war Gongs.
So, die stehen jetzt hier schon mal. Mit ihm los. Zu langsam vor sich hin. So, und damit haben wir jetzt quasi hier auch einen Bahnhof geschaffen, schon mal zumindest, damit ein bisschen was geht. Zeit, dass sich was dreht. So, gehen wir kurz hier rüber. Baue ich hier nochmal die Waggons an. Die ich noch habe. Dann werden wir denen auch Brennstoff geben. Und schon mal sagen, Haltestelle hinzufügen. Achso, da oben. Depot. 4 Waggons. So, sehr gut. Das müsste sich ja dann jetzt so langsam aber sicher ergeben. Ich hole nochmal 16 Waggons, dann machen wir die anderen 4 auch noch fertig. Und dann haben wir 9 weitere Züge sozusagen auf den Gleisen. Ich weiß zwar nicht, warum ich 9 habe, das ist mir immer noch schleierhaft, aber okay. Das kriegen wir schon noch. Das kriegen wir schon noch rauserzählt, warum man so ist. Und dann haben wir also hoffentlich erstmal ein paar mehr Züge, die sich irgendwo ein bisschen verteilen und dass sie hier durch das Depot noch durchlaufen können und da Sachen machen können und unser Warentransport etwas verbessert ist. Ob das jetzt immer überall verbessert wird, weil beim Bauen da hinten übrigens hätte mich auch bald mein Zug überfahren, weil der nämlich mein Dingsgleis lang geschossen ist. Fand ich auch ganz witzig. Also mein Gleis, wo der Bahnhof dran steht, da ist einfach ein Zug durchgefahren, weil der Bahnhof noch nicht da stand. Und weil er dachte, jo, da kann ich ja, da komme ich ja kürzer rum. Oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum? Aber es ist halt passiert. So. Dann gucken wir hier nochmal zum Waggonbauer. Give me more die Tongue her. Einmal 10. Einmal 5. Einmal 1. Müsste ich 16 Stück in der Tasche haben. Hab ich. Langt doch hin, ne? Würde ich sagen, mehr Züge machen wir jetzt erstmal nicht. Das könnte ja dann schon mal vielleicht mehr Abhilfe schaffen. So, dann fahren wir jetzt nochmal zu temporär da. Ja. Dann machen wir die Züge noch fertig, beziehungsweise das mache ich jetzt schnell fertig und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wenn ich dann, ja, ich weiß noch nicht, ob ich fange an mit dem Tungstenplattenwerk, damit wir das nämlich hier auch oben hingeliefert kriegen, damit oben alles das, was Tungsten braucht für bestimmte Sachen, da ist und dass ich dann die gelbe Produktionskette dort in Betrieb nehmen kann, also für die gelbe Forschung. Und dann können wir uns ja eventuell auch mal langsam was sich hinter Gedanken machen, welchen Quadranten wir nehmen für Forschungsdinge, wo wir dann immer wieder dann mal sozusagen Forschungssachen einbauen werden. Oder unsere Forschung halt eben da so weit automatisieren, dass die ganze Zeit immer produziert. Und wir dann nur am Ende des Tages. Erstmal Waggons anhängen, genau. So, am Ende des Tages dann nur davon profitieren, weil es denn da ist. Und wir dann durchforschen können, erstmal die nächsten 100 Sachen. So. Okay. Brennstoff. 1 Brennstoff. Kann ich da eigentlich auch den Fahrplan kopieren nachher? Das werde ich gleich mal kontrollieren. Depot, jetzt wäre er doch dabei. Mein Gott. Abfahrt. So, Brennstoff. 1 Brennstoff. Brennstoff. Einmal. Und noch einmal. Also der Plan geht, aber er wird nicht vollautomatisch dadurch. Alles klar. So, damit haben wir jetzt noch mehr Züge, die hier unseren Ausgang und alles vergriesknaddeln können. Also hier konnte ich ja sozusagen auf diese Seite den Ausgang noch mit rein. Hier habe ich die Chance, ich kann hier höchstens noch einen zweiten Ausgang legen, der hier nochmal rausgeht. Also dass es sich hier sozusagen im S legt, weil hier steht ja noch ein bisschen mehr davor. Damit dann sozusagen hier die Verteilung schon stattfinden kann für alle Sachen, die nach oben wollen oder nach da wollen, dass das nicht alles über dieses eine Stückchen Gleis hier muss. Aber naja, wir werden sehen, wie gut oder wie schlecht das funktioniert, ich weiß gar nicht. Aber momentan habe ich keine negative Meldung hier an irgendwelchen Sachen, aber ich denke mal, es ist einfach auch aktueller Mangel an allem. Nur nicht an Strom hoffentlich.
Nö. Aber 2 GB sind jetzt dauerhaft auf den Benutzungen. Das schon länger, glaube ich. Dass die gerade benutzt werden. Aber da war mal einen Sprung nach oben. Da sieht man die Peaks hier. Oh, ist okay. So, und dann können wir sehen wir das irgendwie. Auch bei PB Produktion sehen, müssten wir eigentlich sehen, was gerade aktuell massiv produziert wird. Und da sieht man hier bei den Geoden, da ist ordentlich was dabei. Kupfer wird ordentlich verwendet, wird aber auch ordentlich verbraucht. Deutlich mehr als wir produzieren. Da müssen wir natürlich nochmal dran. Hier ist, hält es ja die Waage alles, ne? Fängt das denn nachher an? Wir können ja mal kurz crushed. Wir sind crushed Materialien gucken und da sehen wir, dass hier welche verbraucht werden, die hier erst gerade gar nicht produziert werden. Das hält sich die Grenze, das hält sich auch die Grenze. Okay. Naja. Oh, wird ordentlich was produziert hier. Passt schon. Da geht's auch wieder los. Das heißt, jetzt ist irgendwo Platin und ähnliches abgefahren worden wahrscheinlich. Und dann kann das hier, dann hat das nämlich gerade hier angefangen oder ja, da produziert es wieder. Okay. Nickel ist da das größte Problem, ne? Ja. Wie sieht es hier aus? Hier ist Platin voll. Sehr schön. Und alles andere ist leer. Sehr schön. Ja, gut, das funktioniert auch gut. Sehr gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.